Willkommen zurück. Wir werden noch kurz diese Quest hier lösen. Was war das eben für ein Blitz? I think we're here. Thank you. Sure thing. Goodbye. Ah, da oben geht. Hey, what's up? Come on, make yourself at home. Ja. Erlege deine Heimatbasis. Ich frage mich, ob es halt ein allgemeines Ziel sein wird oder ob wir, also ob er uns quasi irgendwo hinführt oder ob wir es selber entscheiden können. Gut, fahren wir erstmal nach Hause. Verdammt. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich darauf konzentrieren, die zu erwischen, sonst fahre ich noch wieder irgendwo gegen. Juhu! Also wenn, war das ja glaube ich immer so, dass wenn man umgezogen ist, die Karren, die auf Parkplätzen stehen, auch automatisch transferiert werden. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit der Karre da hinten fahren. Auch gleich tanken. Und die jetzt auch gleich mal mit dem Toolkit reparieren. Aber andererseits sollten wir vielleicht auch warten, bis die Werkstatt aufgerüstet ist, weil ich nicht weiß, ob das jetzt unterbrochen wird. Beziehungsweise ob wir dann die Ressourcen überhaupt zurückkriegen oder ob die dann weg wären. So, wie sieht es essenstechnisch in der Basis aus? 25 können... Ah ne, ups, da oben 34. Dann sollten wir doch erstmal auf Griff oder wie der heißt, rumswitchen. Oder wie sieht's aus hier? Ist das noch? 4 Minuten. Ah, 4 Minuten können lang sein. So, du brauchst noch eine Nahkampfwaffe, meine Dame. Hier sind die, ich wollte schon sagen, wo sind die ganzen Nahkampfwaffen? 4 Pfund. Dann lieber was Leichteres, wa? The base is looking good, but it would be even better with access to water. Rauben und plündern. Das war ja hier oben, ne? Was denn schon haarig war letztendlich. So, die sind jetzt befreundet, die sind auch befreundet, die sind befreundet, okay. Und das Seuchenherz ist aktiv. Sollten wir auch als nächstes dann anpeilen, würde ich sagen. So, was sagt jetzt die Zeit? Noch 2:39. Ach komm. Basisgemeinschaft. Oh, sie ist aufgestiegen. Zack. Mission abgelaufen. Ach, leck mich doch. Ich hab's doch gerade. Ah nee, ich hätte mit ihm talken müssen, ne? Ah, ich glaube. Na, scheiße. Scheiße!
Nee. Bräuchte man dieses Kürze für das hier. Hey Kevin. Ja, und nu? Passiert gar nicht. Verlege deine Heimatbasis. Also ist das allgemein gesagt. Gut, wir können uns ja... Das könnten wir uns auch leisten. 4 Parkflächen. 1 Außenbetten, Restaurantküche, großes Benzinlager, Gastraum, Gastraum, Autowerkstatt. Ein großer. Das heißt, wir hätten... 1, 2, 3 Slots zum Bauen, hätten Betten, Maschinenwerkstatt, Parkflächen, großes Benzinlager, Ersatzgenerator. Hätten wir halt ein Platz mehr. Oh, wir brauchen ein People mehr. Scheiße. Ich meine, wir könnten noch erstmal hier hinziehen, aber. Dann wären wir auch ziemlich weit ab von Schuss, ne? In allem so. Aber eigentlich, was soll's? Dann gucken wir uns halt mehrere Basen an. Wäre ja auch nicht verkehrt. Hauptsache erstmal hier vielleicht raus. Hat er denn jetzt auch das Richtige? Ich switcht? Nee. Wo ist denn der Fette? Careful, don't breathe any of that. Habe es dafür nicht sonst immer mehr Einfluss? Ist das, weil ich eine andere Schwierigkeit jetzt habe oder was? Ah, sehr nice. So. Aber ach nee, das war ja glaube ich so, wenn wir jetzt eine neue Basis beziehen, dann sind die ganzen Sachen ja ewig. Und wir kriegen bloß die Ressourcen wieder. Hätte ich mir jetzt also auch klimmen können mit dem Ausbau. Fucking plague zombies must think they own this town. We have some stuff for trade if anyone's interested. Muss ich sicherlich auch erstmal befreien hier, wa? Alter, mach doch nicht meine Karre gleich kaputt. Die ist gerade repariert. Ich komme da nicht hochgejumpt. Ach, leck mich doch. Auf jeden Fall sind ein paar drin. Das erinnert mich gerade so ein bisschen hier an den ersten, oh nee, an den zweiten Resident Evil mit den Stars, wo da eine Scharfschütze auf dem Dach war. Also wir haben 3 Ziele bisher. It wouldn't be all that hard to convert this dump into a new home. Sieht eigentlich genauso aus wie unsere eine Basis auf der... War das die zweite Map? Oder war das noch die erste? Ist auch im Prinzip dasselbe Ding. Ich meine, das Haus hatten wir ja auch schon. Kommt der auch noch hin hier? Alter, die Tür ist offen, Junge. Wo geht's denn da noch hin?
das war er mit seinen Füßen, oder was? Ach, da ist eine Tür, ich bin ja auch blind. This place looks safe for now. So. Ja, dann würde ich sagen, Burgers, what? Burgers, Fries, Steaks, Beer, Coffee, oh. Burgers, Fries und Bier. So, dann wird das erstmal unsere neue Basis. Warum hier eigentlich nur 5 Leute unterkommen, ist mir auch ein Rätsel, weil das ist ja eigentlich ein Riesengelände. Okay, na dann. Bei Umzügen werden Anlagen aufgelöst und Ressourcen zurückerstattet. Jo, okay. Cool. Okay. Basis. Wir haben die Außenbetten. Wir müssten vielleicht jetzt erstmal... Nee. Bloß nicht zerstören erstmal. Erstraum zerlegbar. Für Materialien können wir das zerlegen. Okay. Lager aufwerten. Zack. Zerlegen. Wieso können wir diesen Raum nicht nutzen? Ah, da sind die Parkplätze auf dieser Seite. Aha. Okay. Basis. Was sollten wir noch bauen? Bloß ein Außenposten, das ist nicht verkehrt. Kann ich hier was mitmachen? Plus 100 maximales Benzinlager. Hm, das ist auch nicht verkehrt. Dafür brauche ich erstmal noch wieder People. Okay. Got stuff to do. Back soon or not at all. That's a lot of crap to haul around. Okay, dann ist unser Lager auch woanders. Ich meine, das ist hier gleich. Das ist auf jeden Fall auch eine Supplies delivered. Tür. Aber wo ist denn unser jenes Lager dann? Das muss ich noch rausfinden. Ja, Ressourcen. Können wir auch hier die Krankenstation bauen? Ja, okay. Well, Werkstatt brauchen wir auch. Ihr wird auch eh 100 pro tot sein. Können wir es nochmal aufwerten? So wäre es nur für Materialien, die ich im Endeffekt gar nicht mehr so brauche. Wissen über Elektrizität. Wissen über Munition. Das wäre eigentlich nice hier. So, Werkstatt. We've completed a project. Good job, everyone. Okay, with this close to sharing mattresses,
and I don't like most of you that much. Schema, also Betten müssen wir auf jeden Fall auch nochmal weitermachen. Ich weiß bloß nicht, was ich hier so Auffangraum. Kaserne, hier Betten. Ach so, okay. Waffenlager bauen. We should choose a leader, don't you think? Dann sollten wir wirklich Kevin als Anführer auswählen, würde ich sagen. Machen wir doch mal in der nächsten Folge und dann würde ich da diese Waffenwerkstatt oder was das bauen. Jo, spitze bedanke mich. Bis dann.